Nach dem letzten Update und mit der Nachhaltig-Leben-Erweiterung haben sich zwei sehr merkwürdige Bugs in das Spiel eingeschlichen, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Die Sims-Reihe ist nicht gerade frei von Fehlern und auch in diesem Monat gab es wieder ein paar neue merkwürdige Fehler im Spiel. Diese sind zwar nicht wirklich störend, dafür aber doch ziemlich kurios, sodass ich diese euch nicht vorenthalten wollte. Der erste sehr merkwürdige Bug wurde von ein paar Reddit-Usern entdeckt. Dank dem neuen Update passiert es, dass manchmal die Toilette bei der Benutzung in Flammen aufgeht. Garantiert überraschend, wenn man nicht damit rechnet, dieser Fehler tritt aber nicht bei allen Spielern auf, ich zum Beispiel konnte diesen nicht in meinem Spiel nachstellen. Aber auch in der neuen Welt von Evergreen Harbor wurde etwas geschlammt, hier lässt sich in diesem Apartment ebenfalls viel Chaos anrichten. Wenn ihr nämlich das Grundstück planieren wollt, verschwindet nicht nur die Inneneinrichtung, sondern direkt das ganze Stockwerk. Das sieht ebenfalls sehr witzig aus, kann aber mit einem Klick auf den Zurück-Button rückgängig gemacht werden. Ich frage mich immer, wie solche Fehler entstehen. Bei der Entwicklung ist scheinbar niemand auf die Idee gekommen, mal die komplette Wohnung nochmal abzureißen. Und so hat es dieser Fehler dann bis ins fertige Pack geschafft. Aber Achtung, wenn ihr einmal den Baumodus des kaputten Apartments verlassen habt, ist es relativ schwierig, das Grundstück wieder normal zu bekommen. Was war der kurioseste Fehler, der in eurem Spiel schon passiert ist? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.